Mit diesem Video kehre ich zu den Wurzeln dieses YouTube-Kanals zurück. Und zwar ist das jetzt ein Video über einen Multihoster. Und zwar nicht irgendeinen Multihoster, sondern Highway. Den habe ich schon mal bewertet. Mir ist aber jetzt ein sehr interessantes Feature aufgefallen, das für viele Leute den Multihoster vielleicht interessant macht. Los geht's nach dem Intro. Gleich vorneweg, ich bin hier nicht gesponsert und Highway hat auch leider kein Affiliate-Programm. Ich packe euch mal von Premiumize und Premium.to meine Affiliate-Links in die Videobeschreibung. Aber auch wenn ich jetzt Highway lobe, werdet ihr merken, das ist meine ehrliche Meinung. Ich bin also nicht gesponsert und kriege jetzt auch leider nichts an Käufen, die ihr dort tätigt. Aber um was geht's jetzt eigentlich? Ich kann ja auf mehrere Dienste mit Highway zugreifen. Wenn ich hier oben das Ganze mal ausklappe, sehe ich, dass ich auf One-Click-Hoster, aufs Usenet, auf Torrent und auf das TV zugreifen kann. Ja, was heißt das denn? Ja, gehen wir doch einmal mal drauf und schauen uns das Ganze an. So, vor allem musste ich mich jetzt erstmal schnell einloggen. Man sieht hier, dass ich noch ein bisschen Traffic habe und hier unten gibt es den Reiter TV. Ah, einen TV-Rekorder. Okay, das ist natürlich interessant, denn ein TV-Rekorder ist ja was völlig Legales. Das ist auch eine wichtige Information für diese YouTube-Zensoren, die jetzt bestimmt hier über dieses Video gehen. Aber zu diesem Thema gibt es in Deutschland sehr viele Gerichtsentscheidungen und was hier gemacht wird, ist völlig legal. Denn ich muss ja erstmal manuell den Auftrag erteilen, diesen TV-Rekorder zu aktivieren. Also wer sich jetzt anmeldet, kann nicht auf eine Historie zurückgreifen, sondern der muss tatsächlich einen Button klicken, Online-TV-Rekorder aktivieren und ab dann wird aufgenommen. Und ich scroll jetzt mal hier runter und das ist natürlich ein tolles Feature, wenn man zum Beispiel mal die Öffentlich-Rechtlichen nachschauen will, wenn irgendwas wieder mal nicht in der Mediathek ist oder wenn man auch vom Privatfernsehen was schauen will. Wie gesagt, alles völlig legal, gibt es verschiedene Urteile dazu. So, jetzt bin ich hier in der Web-Oberfläche. Klar, ich kann das jetzt irgendwie runterladen und kann das auch hier auf meinem PC schauen, aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen das Ganze natürlich auf dem Fernseher schauen. Und wenn man was auf dem Fernseher schaut, was verwendet man da? Naja, ihr habt es hier bestimmt schon entdeckt. Wir verwenden dafür Kodi. So, jetzt haben die hier ja geschrieben, es gibt eine Android-App. Ja, die wird aber auch nicht mehr, glaube ich, so richtig entwickelt. Zumindest hat sie bei mir nicht gut funktioniert. Es gibt nämlich einfach eine Integration in Kodi. Da gibt es auch NetOn, aber auch das brauchen wir nicht, denn Highway hat einen Standardzugang, nämlich über WebDAV. Und dazu gehe ich jetzt einfach mal hier oben in die Suche, gebe mal WebDAV ein, suche das Ganze mal und gehe hier ganz wichtig auf den ersten Beitrag und sehe, dass es da eben diesen WebDAV-Zugriff gibt. Ich könnte mir das jetzt auch im Browser antun, da werde ich nämlich auch direkt nach dem Username und Passwort gefragt, aber wir schauen uns das jetzt gleich mal in Kodi an. Was muss ich natürlich als erstes machen? Naja, Kodi installieren. Und das kann ich ja am besten mit Winget machen. Kodi ist jetzt installiert und ich kann jetzt hier einfach im Startmenü nach Kodi suchen und das Ganze öffnen. Naja, bei euch wird das am Ende der Android Fire TV sein. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, den Kodi zu installieren. Da würde ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich will jetzt ja hier einfach mal die Einrichtung zeigen. Und da ich jetzt hier mit Maus und Tastatur rumklicken kann, ist das ein bisschen angenehmer. Für die Einrichtung würde ich euch die Fernbedienung Yazi zum Beispiel empfehlen. Dann könnt ihr auch eure Handy-Tastatur zum Einrichten am Android-TV nutzen, also zum Beispiel eurem Fire-TV-Stick. Was muss ich jetzt also machen? Ich muss eine neue Quelle hinzufügen. Das kann ich machen, glaube ich, indem ich hier auf Einstellungen gehe, auf den File-Manager oder Dateimanager und hier eine Quelle hinzufüge. Das ist jetzt bei mir auf Englisch, aber ich bin mir sicher, ihr schafft das auch. So, hier einmal bestätigen, dann auf Durchsuchen. Und hier kann ich jetzt sagen, einfach Netzwerklokation hinzufügen und hier muss ich dann WebDAV auswählen. Und das ist nicht das hier, Web Server Directory, das klingt ähnlich, aber wir brauchen tatsächlich WebDAV Server HTTPS. Und da ist jetzt WebDAV ein bisschen speziell und dann kommt es auch immer auf das Programm an, das man nutzt. Ich habe das mal kurz vorbereitet, dachte ich zumindest. Na, wo ist denn mein Notepad schon wieder hin? Genau. Also, man wählt hier aus WebDAV Server HTTPS. Dann ist der Server wirklich nur das hier, DAV Highway ME, keine Slash dahinter schreiben. So, und der Remote Path müsste dann, wenn ich es jetzt noch richtig erinnere, DAV sein einfach nur, genau, der Remote Path ist DAV. 443 bleibt auch bestehen und jetzt brauchen wir noch Username und Passwort. Und jetzt aufpassen, das ist nicht das Passwort, mit dem wir uns jetzt hier im Highway Forum angemeldet haben, sondern ich muss hier nochmal auf Center gehen und auf Zugangsdaten.
Und hier unten stehen jetzt meine Zugangsdaten. Also mein Benutzername ist UsefulWit. Ich kann ja hier das Ganze einmal rauskopieren. Und jetzt habe ich hier so einen Token bekommen, den kann ich auch kopieren. Und ich kann den auch neu generieren lassen, nämlich nach dem Video, damit ihr hier nicht Schabernack treibt. Und das kopiere ich jetzt auch rein. Und jetzt sage ich okay. Genau, und das hatte ich jetzt tatsächlich irgendwie öfters. Also beim Erstellen ist das schiefgegangen. Ich habe es mehrmals probieren müssen. Ich sage jetzt mal Edit Anyway. Und eigentlich sehe ich, dass er es hier korrekt hinzugefügt hat. Und jetzt kann ich auch draufklicken. Also ist irgendwie komisch. Also man bekommt diese Fehlermeldung und trotzdem funktioniert es. So, Browse for New Share. Und ich wähle jetzt hier mal einfach eigentlich nichts aus, weil, genau, ich nehme einfach nur den da. Und sage hier okay. Und das Ganze kann ich ja jetzt nennen Highway. Hier hätte ich jetzt auch Zugriff auf die ganzen Torrent-Downloads, aber auch das ist gar nicht so wichtig jetzt. Wir bleiben mal bei unserem TV-Recorder, gehen jetzt hier auf Videos und auf Files und sagen jetzt hier Add Videos und klicken hier nochmal auf Durchsuchen. Und jetzt sehe ich auch diesen Ordner hier und jetzt gehe ich hier auf den TV-Ordner. Und jetzt habe ich zwei Sortierungsmöglichkeiten, irgendwie nach Datum und nach Sender. Das überlasse ich jetzt euch. Ich will auf jeden Fall schon mal hier einen auswählen. Ich nehme Sender, gehe auf OK. Ja, das ist dann einfach TV-Recorder, der Name hier. Und okay. So, jetzt fragt er mich, ob er das scannen soll. Und da das jetzt eine Cloud-Verbindung ist und ich nicht weiß, wie der Traffic berechnet wird, würde ich tatsächlich sagen, ich würde das nicht scannen lassen und hier auch nichts einstellen. Und dann würde ich das mit OK einmal bestätigen. Und das auch nochmal bestätigen. Das wird alles aus der Bibliothek entfernt, auch wenn es natürlich noch nicht drin war. Das war's jetzt schon. Jetzt habe ich hier einen Ordner unter Videos bei mir. Und jetzt kann ich hier drauf gehen und kann wie in der Mediathek die ganzen Sender durchsuchen. So, und ich führe euch jetzt mal, nehmen wir mal zum Beispiel den RBB, öffentlich-rechtliches Fernsehen. Und dann kann ich das neue Jahr nehmen und jetzt werde ich hier quasi über die Datumselektion gelotst, die Ordner, das ist relativ clever, also das aktuelle Jahr. Wir sind jetzt noch im November, deshalb gibt es die 12 nicht, also nehme ich mal das Neueste und heute ist auch der 6.11., nehme ich auch den Neuesten. Und jetzt kann ich mir hier einfach aussuchen, chronologisch geordnet, wann was gelaufen ist, denn man sieht schon am Dateinamen ist die Uhrzeit vermerkt. Ja, und jetzt kann ich hier einfach durchgehen und kann mir das Ganze anschauen, so wie es im Fernsehen gelaufen ist. Dazu muss ich mich nicht vorbereiten, nichts vorher runterladen und Sendungen sind schon innerhalb weniger Stunden, habe ich gemerkt, hier online, wenn sie gelaufen sind. Ist wahrscheinlich am interessantesten natürlich, wenn ich jetzt bei dem Privatfernsehen irgendwas schauen will, dann kann man sich die ganzen Zusatzkosten für deren Mediatheken sparen und natürlich kostet Highway auch was. Wie gesagt, liebe YouTube-Zensoren, legaler Service, ich verlinke euch auch gerne die Urteile dazu in der Videobeschreibung. Ein weiterer Vorteil, den ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass ich Werbung natürlich überspringen kann. Wenn ich Glück habe, gibt es hier eine Version, die komplett eh schon werbefrei ist, die also mit Schnittlisten geschnitten wurde. Hatte ich bisher beim Testen nicht so viel Glück, aber trotzdem, wenn ich dann Werbung habe, dann nehme ich einfach meine Fire TV Fernbedienung zum Beispiel und kann halt mit Kodi ganz normal skippen. Also diese 5 bis 10 Minuten Werbung, die ja in meinen Serien vorkommt, muss ich mir dann eben nicht mehr antun. Das war's jetzt soweit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, wenn ihr Lust habt, da mal vorbeizuschauen bei Highway, tut euch da keinen Zwang an. Ja, kommen wir am Ende nochmal zu den Kosten. Man kann, wenn man jetzt hier nur den TV-Recorder nutzen will, die Monatsvariante nehmen. Die kostet 5,99 € und man hat 250 GB Traffic jeden Monat. Und das reicht in der Regel. Also ja, könnt ihr euch ja ausrechnen. Man hat ja jetzt auch im Video hier gesehen, wie groß die Filme sind. Und je nach Qualität kriegt man dann schon relativ viele Videos für. Also ich würde denken, wenn man das jetzt fürs TV-Paket nur benutzt, wird man da gar nicht an die Grenzen kommen. Man kann es aber natürlich noch günstiger haben. Man kann auch so ein Volumenpaket ohne Ablauf nutzen. Ohne Ablauf ist ein bisschen mit Sternchen. Man kriegt einfach 250 GB für 10 € und kann die dann so lange nutzen, wie halt noch was da ist von den 250 €. Und ich würde ehrlich gesagt, wenn ich jetzt nur den TV-Recorder nutzen möchte, würde ich das Paket einfach nehmen und mal gucken, wie weit ich damit komme. Habe ich ja kein Risiko. Man muss es halt einmal pro Jahr nutzen. Sonst gibt es eine Servicegebühr, die das Ganze reduziert.
Also ich finde das Wahnsinn, dass ein Multihoster das anbietet und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Feature fandet und ob ihr das schon kanntet. An mir ist das nämlich vorbeigegangen. Ich wusste schon, dass sie diesen TV-Rekorder haben, aber nicht diese gute Integration mit WebDAV halt in Kodi. Ja, SFTP geht leider noch nicht. Wir sind gerade noch so auf WebDAV beschränkt, aber funktioniert ja.